Mahlzeit alle zusammen, hier ist wieder Chomp. So, jetzt ist mittlerweile ein Tag vergangen. Und ich muss sagen, diese außerweltlichen Geschäfte hier, die sind sehr, sehr hart. Also man bekommt nicht so schnell irgendwelche Engel zusammen oder dergleichen. Was ich jetzt machen werde ist, wie ihr seht, es dauert sehr, sehr lange hier. Also das ist schon relativ schnell hier. Ich werde jetzt meine Engel claimen, beanspruchen. Ja, denn ich habe keinen Bock mehr, das dauert mir alles zu lange hier. So, muss ich natürlich wieder von vorne anfangen, aber ich werde jetzt überall die Engel zurücksetzen. So, ich werde mir gleich den Manager dafür holen. Der macht das jetzt klar hier. Jetzt kann ich gleich den Krempel hier kaufen. Kann mir die Manager dazu kaufen, einen schon mal. So, Upgrades kann ich noch nicht. Aber, wir sollten gleich soweit sein. Wir erhöhen das mal alles hier. Moon Express. Also es ist schon echt schwierig hier. Am schlimmsten ist es auf dem Mars, da dauert alles ewig. Da habe ich noch nicht mal alle Geschäftszweige gekauft, weil es einfach ewig und 3 Jahre dauert. So, ach, der Typ hier für Moon Delivery fehlt noch. Das Ding verstehe ich auch nicht. Das bringt so wenig Kohle, kostet aber unheimlich viel. Während die Oxygen Bar, also die Sauerstoffbar, einfach viel mehr abwirft. So, wir kommen aber Upgrades. Okay, wir können schon verkaufen. Das machen wir dann auch erstmal. Erhöhen das hier alles mal eben. So, Heliumfarm, gekauft. Buff. Upgrade, Heliumfarm, muss sein. Also am besten finde ich hier die Käsemine. Weil die bringt zusammen mit der Heliumbar die meiste Kohle und verhältnismäßig kurzer Zeit. Diese ja, Laseranlage und die Werbekolonie, das dauert ewig, das ist Wahnsinn. Also das ist echt nicht normal. Deswegen gebe ich auch meistens die Kohle erstmal für die Sauerstoffbar aus. So, Käsemine können wir kaufen. Vergnügungspark kaufen wir. So. So, Käsemine mach hin. Das dauert alles ziemlich lange, man muss natürlich erstmal alle kaufen. Da gehen wir mal wieder auf 1 runter jetzt. Ach, was? Wieso mache ich auf Maximum? Ist egal. Gibt es weitere Upgrades? Die gibt's. Also es würde eine ganze Weile dauern. Ich will es jetzt auch gar nicht präsentieren. Achso, die Angel Upgrades. Na, ich brauche erstmal meine. Also wenn ich so bei 1 Million Engel bin, dann würde ich die 111 auch ausgeben, aber so, Giant Laser, endlich! Geschwindigkeit aller Maxi... Was? Aller Dings hier, ne? Farmen, wie soll man das nennen? Wurde maximiert, wie auch immer. So, dasselbe gibt es dann nochmal bei 25, dann bei 50 und so weiter und so fort. Hier geht es dann noch relativ einfach. Aber auf dem Mars ist das echt nicht mehr normal. Das dauert ewig um 10 Jahre. So. Scheiße. So. Gut, das lassen wir kurz laufen. Ich gehe mal auf den Mars und setze da zurück. Ja, ich habe Geld verdient, aber nicht genug. So wie man sieht, hier habe ich nicht so viele Engel. Ich mache mal die Mucke an. Die Mucke hier ist ganz cool. Ich mag das Lied hier. So. Wir holen uns unsere Investoren. Und jetzt werde ich erstmal blöd hier, weil das ewig dauert. Das dauert wirklich ewig hier. So, wir kaufen erstmal 10, 11, ja sogar machen wir 15. Marcies! So. So sehen, dass wir schnellstens zu Kohle kommen hier. Ich brauche 750, um den ersten Manager zu holen. Wir werden mal ein bisschen Profit hier erhöhen. Ja, ich mache 15 hier. Okay, wir gehen jetzt auf 20. Hier gehen wir auch auf 20. Das
sieht halt schon besser aus als eben. Denn das war ja echt nicht mehr normal. Hier läuft die beste Musik, aber es dauert halt unheimlich lange. Das macht das jetzt auch nicht zum einen meiner Lieblingsplätze hier. Okay, ich kann mir einen Manager kaufen. Das ist auch Zeit hier. So, ich kaufe die gleich im 10er-Stapel, wenn sie irgendwo noch fertig wird. Vielleicht sollte ich nicht so viel Geld ausgeben, sondern mal schauen, dass hier auch Geld reinkommt. So, komm hier. Manager. Edward Teat. Das kostet ja am Anfang noch nicht so viel. Männer, meine Männerfarben. Wozu auch immer die gut sein sollten. Aber sie ist halt da. Und auch hier wäre es natürlich so, das würde sich alles erst schneller bewegen. Also die Geschwindigkeit würde sich erhöhen, beziehungsweise die Profite würden maximiert werden, wenn ich alles gekauft hätte. Aber ich bin ja nie bis zu den Botschaften hier gekommen. Und ich spiele jetzt knapp einen Tag erst hier den auf dem Mars und auf dem Mond. Na komm, Martina. Oh Gott, das dauert so lange. Mal gucken, ob ich mir gleich einen Manager dafür holen kann. Yep. Upgrades. Ja, eben gerade hätte ich welche holen können. Dann machen wir auch hier mal auf 200. Und wir müssen wieder warten. Also hier dauert es wirklich am längsten. Ich bin auch echt nicht gerne hier. Aber ich meine, das wird sich ändern, so wie man halt unheimlich viele Engel hat und so. Aber das wird hier eine ganze Weile dauern. Mein Gott, wenn das so alles mal schneller gehen würde. Schnorch! Wie ihr seht, das habe ich auch hier angewandt. Das ist Deploy, da bekommt man halt für 30 Sekunden, glaube ich, war das, den doppelten Profit. Muss aber auch 3 Stunden warten, bis das wieder verfügbar ist. Boah, das dauert ja ewig. 100! Was? 101 Millionen? So, jetzt brauche ich 164 Millionen. Oh, komm, ey, das ist doch nicht euer Ernst hier. So, mindestens noch 2 Runden hier unten abwarten. Ich will wenigstens noch die Buggles kaufen. Und den Manager dafür. Weil das ist wirklich das erste, wo es überhaupt ein bisschen Geld gibt hier. Ich meine, die Profite sind höher, aber es kostet ja auch alles unheimlich viel. Das ist nicht normal, was das hier kostet. Echt noch eine Runde. Buff. So, Kickster war. So, bei den Buggles muss ich wieder runtergehen. Das kostet der 1 Milliarde. Okay. Würde wohl eine ganze Weile dauern, aber wir können das schon mal starten hier. Dauert ja nur eine halbe Minute. Bei den Botschaften geht es wieder recht schnell. Beim Hackportal. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ein Portal, ja, ist klar. Da dauert es doch recht lange. Marcy's, wollen wir die Kohle für die Marcy's aus dem Jahr kommen machen? Ist egal. Ich sag so oft, ist egal, weil es ist auch egal. It doesn't matter, you know. Boom. So, ich will jetzt schnellstens hier endlich an den Manager. So, ein paar Sekunden kann ich den kaufen, dann kann das hier alles von selbst laufen. Die Easy Upgrade brauche ich nicht. Gut. Das lassen wir auch laufen. Jetzt geht's zur Erde und da läuft es natürlich am besten. Da läuft es am besten. Ich brauche hier die blöde Mucke an. Und auch hier werde ich jetzt zurücksetzen und die Engel beanspruchen, denn ich habe hier mal wieder. Das habe ich vor 3 Stunden erst gemacht und hier 1,5 Trillionen. Obwohl, das wäre hier eigentlich Milliarden. Man
kommt echt durcheinander bei den mit diesem englischen Zählsystem. So, ich hole sie mir. Boop! Kommen die ganzen Angel Upgrades jetzt. 100 Millionen, 1 Billion und irgendwo war doch noch 100 Billionen. Gebe ich aus, kein Problem. Die Dinger hier kaufe ich mir nicht. Denn warum soll ich meine Engel dafür opfern, nur um 50 Stände mehr zu bekommen? Also das ist irgendwie unnötig für mich. So, aber hier geht's eh richtig schnell. Hier kaufe ich auch die 100er Stapeln dann. Und Manager, zap, 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 zap. Und schon bin ich beim Quintillion bereit. So sieht das aus. So, meine Manager dafür. Zack. Upgrades kann ich alles komplett durchkaufen hier. Bap, 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 bap. Wo sind wir? Ein Quadrillion, Effektivität und Quintillion, Septillion und was nicht. Ah, ja, Wahnsinn! So, jetzt müsste ich bei 10% sein, oder? 8. 8, wieso 8? Ach so, Septillion fehlt noch. Ja, ich werde mal hier nochmal 100 kaufen hier. So, Geschwindigkeit aller Investitionen verdoppelt. Ich drücke den Kram hier so. Jetzt müsste ich bei 10% sein. Yep. Ja, das sieht dann halt so aus, ne? Geht's unheimlich schnell, so wie normal. Aber es wird auch langweilig, weil man dann einfach nur auf wirklich extrem große Beträge wartet. Das dauert natürlich auch eine ganze Weile später. Aber wenn man schon schaut, wie viel Kohle ich hier in der Zeit angenommen, in der kurzen Zeit. Ich glaube, auf dem Mars kann ich mir gerade mal eine neue Fabrik kaufen oder so. So sieht das aus. Ich habe schon wieder mehrere Millionen Engel zusammenbekommen. So, war ich jetzt zuletzt Mond oder Mars? Heute da. Gehen wir auf den Mond. Die hatte ich ja noch gar nicht zurückgesetzt. Das ist es ja. Doch, hier hatte ich noch zurückgesetzt. Was laber ich? Bist du vollkommen fertig? Giant Laser. Oh ne. Hatte ich hier zurückgesetzt? Ja. Ja, schon ein bisschen durcheinander. Gut, was war das alles auf 25, ne? Ich habe gar keinen Manager hierfür. Den sollte ich wohl eventuell holen. Obwohl er für den Arsch ist. So, wir versuchen jetzt erstmal alles auf 25 zu bekommen. Das wird jetzt erstmal ein Weilchen dauern. 9 Quadrillionen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Auf jeden Fall irgendwie ein bisschen nervig. Oh, 50. Ja. Normalerweise sollte man natürlich dafür sorgen, dass überall alles bis ans Maximum ist. Also, dass immer die neue Stufe erreicht wird. Wäre natürlich am sinnigsten. So, das spare ich mir, weil das hier noch eine ganze Weile dauert. Aber hier alle Profite mal 9, das nehmen wir mit. Wenn ich das andere Ding auch schon holen, dann gibt es auch nochmal so ein Profitteil. Kann ich gerade nicht sehen. Muss ich die restlichen Krempel kaufen hier. Oxygen Bar, das nehmen wir auf jeden Fall. Da war noch mehr! Hier. 19 Quadrillionen. 13 Quadrillionen oder und 7 Quadrillionen. Da müsste ich hinkommen. Das wäre auf jeden Fall gut. Das wäre gut, das zeigt hier. Boah, wir haben es ja eh gleich. Gleich. In 5 Sekunden. Okay, wir haben es erreicht. So. Ja, ich glaube erstmal den hier. Und den nehme ich auch gleich mit, ist egal. Ist egal, sag ich immer.
So, jetzt haben wir doch schon relativ viel Kohle zusammenbekommen. Das wird alles auf 25 an. 4. Passt. Geschwindigkeit aller Investitionen verdoppeln. So muss das aussehen. Ich meine, hier geht's schneller. Wie gesagt, der Mars ist einfach die Hölle. Ich versuche das jetzt nochmal alles auf Maximum hier zu bringen am Anfang. Ab, zack. Ich muss hier komplett durchlaufen. Zack. 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 Oh. Jetzt wird Geld ausgegeben. Scheiße. Na, ist egal. Sag ich ja immer, ist egal. Die Käsemine. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Also auf jeden Fall die Upgrades kaufen, das ist klar. So, jetzt muss ich gucken, was wäre das nächste Unlock? 50. 10 könnte ich kaufen, das wäre drin. Das wird aber ewig dauern. 18 Quintillionen. Ja, das müssen wir uns jetzt nicht angucken. Ich hüpfe nochmal schnell auf den Mars. So, hier kann ich immer noch viele Sachen noch gar nicht kaufen hier. Es ist die Hölle. 49 Milliarden bräuchte ich hier. So. Das würde so lange dauern, ist lächerlich. Keine Ahnung, warum das hier so lange dauert. Jetzt müssen wir relativ schnell dann auch auf 49 Millionen kommen. 49 Milliarden kommen. So. Müssen wir kurz warten, bis er einmal durch ist. Upgrades sind glaube ich noch nicht verfügbar. Nee. 100 Billionen. 19 Trillionen. Mehr habe ich auch nie gekauft. Also bis hier habe ich gekauft. Also bis zu den Buggle-Profit, was sind Marienkäfer oder was? Und zu mehr bin ich nie gekommen. Reicht das? Oh Gott, es fehlt immer noch 2 Milliarden. Den Manager könnt ihr schon holen, aber ich hab viel von. Nee, das ist der gar nicht. Eieiei. Eieiei. Aber weißt du was? Ich glaube, ich gebe erstmal das Geld lieber dafür aus, um hier mehr Profit zu erwirtschaften. Bei 80 wird sich verdoppeln. Yep. So. Also, das nimmt ganz schön viel Zeit in Anspruch. Jedenfalls hier in den außerweltlichen Gefilden, vor allem auf dem Mars. Wir hüpfen nochmal auf die Erde. So, hier bin ich am liebsten. Auch wenn die Musik richtig beschissen ist, aber hier bin ich am liebsten, weil es einfach so schön viel Kohle gibt hier. Schon wieder Upgrades. Ja, komm, kaufen wir alle. So, Tridacial. Da müsst ihr noch warten. So, Angel Upgrades. Nee, komm hier, ich kauf nichts weiter. So, ich hab gleich die. Genau, die wollte ich haben. Das ist mit das teuerste hier. Jetzt bräuchte ich noch 145. Und dann haben wir auch schon wieder unsere Geschwindigkeit bzw. die Profite maximiert. Oder verdoppelt. Ja, so sieht das gut aus. Oh! Alle Profite verdoppelt. Jetzt ist es auch gar kein Problem mehr hier. Was ist mit den Investoren aus? Schon wieder ein paar Milliarden. Das sind mehr Milliarden als davor. Ich sage, das ist ja schon fast lächerlich. Ich könnte jetzt nochmal zurücksetzen und alles würde... Ich würde dasselbe, was ich jetzt vielleicht in 10 Minuten erreicht habe und so, würde ich dann halt in 5 Minuten erreichen oder noch weniger. Das ist einfach geisteskrank. Irgendwie. Aber halt auch witzig. Das macht ja auch Spaß dann, ne? Wir erhöhen nochmal hier und hier.
damit die Kohle aus bis nicht mehr geht hier. So. Fertig. So sieht's aus. Ja, mal gucken, ob ich noch ein Video dann irgendwann mal aufnehme. Aber auf jeden Fall muss ich mich erstmal jetzt mit den Mars und so beschäftigen. Und da mache ich bestimmt noch mal ein Video. Irgendwann wird auch mal Schluss sein, dann mache ich nur noch die Events. Aber bis dahin sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren, abonnieren, abonnieren ist wichtig. Das rettet Menschenleben. Ich weiß nicht wo, aber keine Ahnung. Ja, und dann, wie gesagt, macht euch gut. Viel Spaß beim Zocken und bis demnächst. Ciao.